Er sagt hier, dass sie sich beim Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass sie sich beklagt hatten über das, was sie erfahren und erleiden wegen den Kuffaren in Mekka. Und daraus entnehmen wir, dass dieses Ereignis nicht nach der Hijra stattgefunden hat, sondern ganz am Anfang irgendwo. Das müsste ganz am Anfang irgendwo in Mekka gewesen sein. Das ist nämlich interessant, das zu wissen ist interessant, wegen der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam am Ende. Am Ende sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam nämlich zu ihnen, dass sie ungeduldig sind, dass sie die Dinge überstürzen möchten und dass diese Angelegenheit, er meint damit den Islam, vervollkommnet sein wird, vollbracht sein wird, vollendet wird, diese Mission, diese Aufgabe, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf sich genommen hat, oder diese Mission, sie wird vollendet werden. Und sie wird vollendet werden, sodass ein Mensch von Sana'a bis Hadramaut sich bewegen kann, frei bewegen kann, ohne um seinen Dien zu fürchten. Hiermit ist nicht gemeint, dass es keine Gefahren mehr geben wird und dass es keine Überfälle mehr geben wird und dass niemand mehr beraubt wird. Es geht hier um die Religionssache. Niemand mehr muss wegen seiner Religion fürchten. Nicht? Niemand mehr wird wegen seiner Religion gefoltert oder wegen seiner Religion getötet. Und tatsächlich ist das auch passiert zur Lebzeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die ganze arabische Halbinsel war dem Islam untergeordnet und auch in binnen weniger Jahre hat der Islam sich dann verbreitet nach Westen und Osten, in Richtung Westen und Osten. Hat das persische Reich zum Bröckeln gebracht, auch das römische Reich. Und das ist eine Nubuwa, eine Prophezeiung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die sich erfüllt hat. Und das Interessante ist der Umstand, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam davon mitgeteilt hat. Ihr müsst euch mal vorstellen, wenn es in einem Fußballspiel, ich weiß gar nicht, wie viel, ob es beim Fußball eine bestimmte Anzahl an Toren gibt, dann hat man gewonnen oder nicht. Aber nehmen wir mal an, es steht 9:1. Und es ist nur noch eine Minute. 2 Minuten noch Restzeit vom Spiel. Und das Team mit einem Tor sagt, wir werden gewinnen. Glaubwürdig? Die Umstände, in denen die Person das aussagt, die ganzen Indizien, die ganze Umgebung, sie spricht eigentlich nicht dafür. Wenn es dann passiert, dass sie gewinnen, das ist dann etwas Phänomenales, Unnatürliches. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Sahaba kommen zu ihm und erzählen ihm davon, wie sie gefoltert und gepeinigt werden von den Kuffar, wie sie verhindert werden, ihre Religion auszuüben. Es sind nur ganz wenige. Sie sind in der Anzahl eine Minderheit. Der Islam hat sich tatsächlich erst wirklich verbreitet, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Hijra gemacht hatte. Und auch unter den Qurayshiyun, der Islam hat erst, also die Historiker erwähnen, dass die Menschen erst, ich sag mal, massenweise zum Islam übergetreten sind, als es zu dem Abkommen kam bei Hudaybiyah, die auch als Ghazwat al-Hudaybiyah genannt wird. Und das war natürlich nach der Hijra. Das war, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen Gefährten die Umrah machen wollte. Und sie nicht eingelassen worden sind und sie haben dann einen gewissen Vertrag ausgehandelt und sind wieder zurückgegangen. Erst, sie hatten einen Friedensvertrag ausgemacht. Erst in diesem Moment sind wirklich dann viele Leute in den Islam übergetreten. Davor waren sie in der Minderheit. Ich stell dir vor, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt diesen Leuten, die gerade tagtäglich misshandelt werden von den Leuten, sie sind nur eine kleine Minderheit, und er erzählt ihnen sowas Großes, dass sie von Sana'a bis Hadramaut, Sana'a ist nicht mal auf der Seite der arabischen Halbinsel, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist. Sana'a ist im Jemen.
dass sie dort unbekümmert hin und her wandern werden können, dass sich die Religion bis dorthin ausstrecken wird. Und das ist eine Prophezeiung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die sich verwirklicht hat, auch wenn die Umstände zu dieser Zeit, als die Aussage getätigt wurde, überhaupt nicht dafür sprachen.